So, wir sind wieder zurück bei Torchlight 2, oder zumindest bin ich das, und ich bin jetzt wieder im Optionsmenü, denn, ja, wir sind ja mitten im Kampf, und ich wollte erstmal die Anmoderation machen. Jetzt können wir starten. Ja. Wir sind ja noch in diesem blöden Hass-Dungeon, von mir zumindest, wo einfach so unendlich viele nervige Gegner einfach rumgammeln. Ich bin sehr glücklich, wenn ich das hinter mich gebracht habe. So, lass mal gucken hier. Ach, da sind die rausgekommen. Ach, da kommen hier immer noch weitere raus. Was, was soll das denn jetzt hier? Ich mach ein bisschen diese Pumpe hier kaputt. Den Gegner da kann ich nicht angreifen. Okay. Stirbt er eben so. Ist doch irgendwo. Okay, da unten geht schon. Wow. Geht schon weiter. Ich mache jetzt aber erstmal diesen Schleim hier, diesen Riesenschleim kaputt. Das sieht doch danach aus, als wäre hier noch so ein Spawner. Da unten! Ne, machen wir das zuerst weg. Wenig Mana! Drei von vier. Das ist doch gut. Sag mal, wie viele kommen da eigentlich noch raus? Okay, das ist jetzt hier oben schon mal so ein Schattenbug. Auch nicht schlecht. Hier ist wieder ein Spawner irgendwo. Genau hier. Giant Health Potion bekommen wir hier schon. Kaputt! Quest abgeschlossen. So, ist hier noch was? Nö. Ach, hier ist noch so ein Vieh. Damit haben wir die Pumpen erfolgreich zerstört. Was wir hier so für für laggy Items haben. Wir haben eine Identifizierungsschriftrolle. Pistole, einzigartige Pistole. Ja. Zweihändig kann weg, Behalten wir mal das weg. Das auch. Das behalten wir. Das auch. Obwohl, das ist selten Beinkleid. Selten Beinkleid 22, Stufe 24 und das ist Stufe 27. Dann machen wir doch mal weg, weil wir haben ja schon eins. Das ist ein Schild, will ich nicht. Die ganzen Sachen können weg.
Und das behalten wir auch nochmal, die Marke. Gut. Dann haben wir... Nein, das wollte ich nicht. Nein, das wollte ich auch nicht. Ach, ich, genau. Wir können ja hier ein paar Fische wegwerfen. Achso, das ist... ja, gut. Dann machen wir das mal so. Dann gehen wir... Ich will zu den Sockeln. Dann haben wir auch nicht mehr viele. Langsam gehen uns die Sockel aus. Aber na gut. So, wie sieht es beim Pet aus? Ja, wir haben ja nicht mehr so viel Geld. Ich würde nämlich gerne dann wieder ein bisschen Geld besorgen, damit wir unsere Waffen langsam mal aufwerten können. Wieder ein bisschen weiter. Ja, ich kann ja mal gucken, wir haben hier gerade Aufwertung. Was ist denn hier für eine Heavy? Genau, das ist der hier. Da haben wir Aufwertungen 5. Das ist, Aufwertung 4. Ja, da kann man noch mehr machen. Aber das kostet eben sehr viel Geld. Was ich noch nicht habe. Oder was ich mal wieder nicht habe. Die Tapferen. Ihr habt es geschafft. Ihr habt die Erosiermaschine zerstört. Euer Erfolg übersteigt meine kühnsten Hoffnungen. Dank euch ist Serifesh jetzt wesentlich sicherer. Ich danke euch vielmals und gebe euch zur Belohnung dies hier. Ja, das ist höchst interessant. Das ist alles nicht so meins. So, dann gucke ich mich nochmal hier um. Hier dürfte es aber normalerweise nicht weitergehen. Was es trotzdem tut. Irgendwie, aus irgendeinem Grund, kann ich hier trotzdem runter. Achso, hier kann ich hier lang. Ihr seid erfahrener geworden. Alles klar. Eiserne Übelaxt auf... ich stoße gegen meinen Popschutz. Ups, das wollte ich jetzt nicht. Ist alles noch... Ja, ist normal. Nicht, dass hier irgendwie mein Mikro so sich verstellt hat. Das nervt nämlich das Ganze nämlich immer wieder richtig einzustellen. So. Okay, die Axt ist auch trotz... unsere angelegte Axt ist trotz Aufwertung, oder Kralle zumindest, nicht besser als die Axt, die wir jetzt hier haben, scheinbar. Wie ich sehe. Hört sich gut an. Das ist dann diese hier. Nehme ich mal an. Ja, so soll es sein. Alles klar. Das ist gut. Dann gehen wir nochmal hier hin und machen da noch einen Punkt drauf. So. Sie hat Bone-Fragmente da. Muss ich dann nochmal verkaufen? Das ist ja auch alles nur Bullshit.
Ach, hier komme ich scheinbar zum Ziel. Das will ich aber noch eigentlich noch gar nicht. Ja, und wenn wir dahin zum Ziel kommen, dann gehe ich aber noch den anderen Weg. Der noch ist. Oh. Ja. Dann gehen wir da unten nochmal hin. Ja, bedrohliche Musik. Oh, falscher Weg. War da ein Gegner? Ne, das sah so aus. Was ich ein bisschen schade finde, muss ich echt sagen, ist, dass diese Wegpunktportale nicht verschwinden. Und die nerven so ein bisschen, wenn man da einmal durchgegangen ist. Die können ruhig verschwinden, also das ist kein Problem. Das war, glaube ich, im ersten Teil ja so, dass die auch verschwunden sind, wenn man wieder zurückgegangen ist. Oh, hier ist nur noch eine... Ach, eine Schüssel haben wir ja. Cool, was war denn da drin alles? Ja, das ist... nö, brauchen wir nicht. Das nicht, das nicht. Ja, okay, dann war da jetzt nicht so unbedingt besondere Sachen drin. Ja, dann können wir wieder zurückgehen und weiter da Richtung... Was ist das da? Ach, sprech mit den Djinn. Ach, schön, dass ich gar nicht sehen kann, wie dieses Gebiet da heißt, wo wir hingehen. Ach doch, zur Salzöde. Achso, das ist dann jetzt die wirkliche Salzöde. Ah, gut. Wird wahrscheinlich auch wieder so ein Riesengebiet sein, was wir erkunden können. Wieder so ein bisschen dauert. Nehme ich mal an. Hier ist ein Wegpunktportal. Cool. Wegpunkt aktiviert. Alles klar. Ja, das sieht aus wie so ein Riesengebiet. Wo wollen wir denn anfangen? Wir gehen mal hier so lang. Das habe ich ja immer gerne, so ein großes Gebiet, wo man sich einfach nur noch verläuft. Also jetzt ironischerweise natürlich finde ich total doof. Ah, ich muss sagen, ich bin wirklich ein Freund von Schlauchleveln, also von den damaligen Spielen. Habe ich sehr gerne gemocht. Liegt aber auch daran, dass ich auch die älteren Spiele schon mit Begeisterung gespielt habe. Und ich die damals so richtig toll fand. Und jetzt so, ja, weiß ich nicht, also... Ja, ich finde Schlauchlevel eigentlich immer noch ziemlich geil. Auch wenn viele sagen, das ist total langweilig, weil du gehst ja immer nur in eine Richtung und kannst nicht viel machen, außer den Weg zu folgen, der da ist, der immer gleich ist und in dieselbe Richtung führt und so weiter so fort. Aber ich fand es einfach geil damals und ich finde es heute immer noch cool. Ja, so ist das. Und ich verliere Leben. Das ist nicht gut. Wobei ich natürlich jetzt nicht sage, dass ich Open-World-Spiele scheiße finde. Also, finde ich natürlich schon gut. Aber Torchlight 2 neigt dazu, die Open-World ein wenig zu
wenig ja. Gesundheit. Okay, dann gebe ich dir mal ein bisschen was. Neigt dazu, einfach die Open World hier sehr unübersichtlich zu gestalten. Finde ich. Okay, hier könnte vielleicht sogar irgendwie ein Dungeon sein. Der ist aber random leider nicht verfügbar. Und dann eben nicht. Hier geht schon mal nicht weiter. Das ist natürlich höchst interessant. Ist das eigentlich hier nicht entdeckt, hier, dieser kleine Bereich? Das nervt so. Jetzt ist er entdeckt. Ja, ich würde Alter, ich würde festgehalten und erstmal laggt alles. La, la. Geht jetzt immer in die Richtung hier. Erstmal Katzen in die Richtung hier. Und schauen mal nach, was hier so alles ist. So, ich hoffe mal, dass hier eine Phasenbeste irgendwo runterläuft. Rumläuft, meine ich. Denn hier gibt es nämlich auch so Events, wie zum Beispiel Schätze ausgraben mit einer Schaufel, die ich ziemlich originell finde. Und man auch nur, ich weiß gar nicht, wie viele Versuche, ich glaube 3 Versuche hat man, um da irgendwas zu finden. Das finde ich ziemlich cool gemacht. Mal gucken, ob wir hier so eine Phasenbestie finden. Ich bin verlangsamt. Nein! Lass mich... Ist das bestimmt eine Mimik? Nee, ist es nicht. Aber bestimmt werden wir ja auch wieder auf so ein Netherportal treffen. Oh, da sieht ein Fischschlauch aus, was ich sprengen kann. Wenn ich noch was hab von Dynamit. Ja, eins noch. Schade. Mein letztes Dynamit. Aber jetzt muss ich leider wieder angeln. Ja, da unten ist noch ein bisschen was. La la la. La, la. Oh, hier ist Ende. Ja, das ist ganz nice, dass wir jetzt erstmal hier die Breite zumindest mal von der Salzöde mal ein bisschen entdecken. Dann wissen wir zumindest, wie breit das ist, wie lang, weiß ich jetzt nicht. Wie das Ding ist, das werden wir dann ja sehen, aber zumindest... wissen wir, wie breit es ist. Nein, 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 nein. Das macht Schaden, extrem viel Schaden. Alter, das sind glaube ich die Wirbelstürme, ne? Die diesen Schaden ver... Schaden machen.
das ist nicht schön. La, la. Oh. Da war die eigentlich noch gar nicht lang. Ich wollte nur gucken, ob hier schon der Dingens ist. Der ist aber hier gar nicht oben. Der ist da unten. Hier müssen wir hin. Aber das machen wir noch nicht jetzt. Wir entdecken erstmal hier den Rest. Können wir ruhig ja hier auch schon mal lang gehen, das ist ja kein Problem. Puff. Na genau, hier kommt immer mal wieder so ein paar Fledermäuse. Genau, was auch immer das sein soll. Ist es aber nicht unbedingt schwer. Ja. Huch. Ah, der hat ja einen coolen Move nach hinten gemacht. Oh, irgendwie bekomme ich Schaden. Und nicht gerade wenig Schaden. Meine Identifizierungsschriftrolle gefunden. Dann lässt sich doch gleich mal diese Pistole identifizieren. Die 189 Schaden pro Sekunde macht. Oh yeah. Die behalten wir. Den Rest hier, den können wir eigentlich schon mal. Überschicken Pistole. Ah, komm, dann können wir die hier wegmachen. Zweihändig. Das lassen wir. Tja, tja, tja. Du sollst nicht. What the fuck, das hätte er sogar geschafft. Na gut. Oh, jetzt kann ich da unten auch noch lang. Lass doch sein. Oh, was haben wir denn hier? Jemand, der eine Aufgabe für uns hat. Der Traum des verlorenen Gesichts. Ich werde den gesichtslosen. Ich werde der gesichtslose König genannt. Und ich bin seit dem Zeiten
Nee, seit den Zeiten hier, als ich Seraphie und er so ja noch ein Volk waren. Es ist schon lange mein Traum, sich wieder zu vereinen, indem ich mich ins Gewölbe der Seelen begebe. Aber ohne die Masken der königlichen Linie öffnet es sich nicht. Und diese wurden mir vor langer Zeit gestohlen. Wenn ihr die Königsmasken findet, könnt und sie mir wiederbringt, hebe ich den ewigen Palast empor, öffne das Gewölbe der Seelen und vereint Seraphie und Erso ihr wieder. Bitte, sterbliches Wesen, helft mir, diesen Krieg zu beenden. Natürlich. Ihr habt eine neue Quest. Eine neue Quest. Da war doch irgendwas auf. Ach nee, das war wegen der Map. Oh nein! Ja, natürlich gehen wir da rein. Ist ja klar, dass wir das machen. Na toll. Erstmal hier noch diesen ganzen Kack hier mitnehmen. Gut, ab ins Portal. So, zumindest ist es so, dass in diesen Netherreichen es keine Endbosse gibt. Es gibt vielleicht irgendwie Massen an Gegnern am Ende noch oder mehrere Elite-Gegner, aber es gibt keine Endbosse hier normalerweise. Kann sich natürlich mit dem Mods ändern, aber normalerweise gibt es hier keine Endbosse. Das ist zumindest etwas, wenn hier schon die Gegner so übelst stark sind. Dann will ich gar nicht wissen, wie nervig denn Endbosse hier sein könnten. Das noch irgendwo Gold. Nein, hier liegt die Tentakel, die machen wieder so viel Damage. Oh, hier geht's gar nicht mehr lang. Ist aber nicht erwartet. Gold, Potion. Oh, bitte teleportier dich nicht. Gut, der ist tot. Gibt einfach mal so 3 Gold rum. Auch nicht schlecht, nehme ich gerne mit.
Oh, 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 das ist natürlich jetzt nicht so schön. Aber hier wird erstmal ein kleiner Cut gemacht. Wir sehen uns in der nächsten Aufnahmesession wieder.